und Gute zu einer neuen Ausgabe von Schuckibanuki Daily, eurer Tagesdosis Angeberwissen. Heute mit Christian und dem Mastermind Marc. Einen wunderschönen guten Tag. Gute. Heute am 7. Dezember, Marc, du hast das Geburtstagskind des Tages mitgebracht. Ja, am 7. Dezember 1918 wurde Max Merkel geboren. Max Merkel? Ja. Okay. Kennst du den? Ja. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Genau, du bist ja hier so ein Sportaffiner, Fußball interessiert. Mensch, genau. Ja. Max Merkel war ein österreichischer Fußballspieler, unter anderem für SK Rapid Wien gespielt und Trainer, der mit dem TSV 1860 München deutscher Pokalsieger sowie deutscher Meister wurde. Und als Bildkolumnist mit launigen Zitaten Schlagzeilen. Mit launigen Zitaten. Was sind denn eigentlich im Fußball launige Zitate? Also, wenn man so. Wenn das in der Bildzeitung ist, das lese ich dann nicht. Ach so, also, das ist dann. Okay. Also, ja. Bildzeitung ist, könnt ihr Füße unten lassen, das Niveau kommt da so durch. Ja. Also, ja. Deswegen. Ding, ne? Okay. 7. Dezember 1972 startete die Mission Apollo 17. Das erste Mal sind Menschen Richtung Mond geflogen, ja? An Bord befanden sich Eugene Andrew Cernan, Ronald Elvin Evans und Harrison H. Schmidt mit Doppel-T. Könnte sein, dass der vielleicht mal Vorfahren hier hatte, ja? Die Mission dauerte dann bis zum 19. Dezember, also kurz vor Weihnachten waren alle wieder da, 12 ja, Tage, perfekt. Mond, ja? Gutes Timing. Perfekte, gutes Timing. Wieder da, ja? Kann man nicht meckern, ne? Ja. Ebenfalls am 7. Dezember 1912. Der deutsche Archäologe Ludwig Borchardt findet bei Ausgrabungen in der altägyptischen Stadt El Amaran in den Ruinen des Hauses von Thutmose die Büste der Königin Nofretete. Ihr kennt sie alle, die steht da im Museum. Sie ist ein bisschen leicht beschädigt, ja, aber schön und ein tolles Ding. Ja, gefunden, 1912. Genau, Meisterwerk der ägyptischen Kunst des Mittleren Reiches, ne? Hm? Ja. Geburtstagskind Max Merkel, Apollo 17, Nofretete haben wir gefunden. Also was soll an einem 7. Dezember eigentlich noch mehr passieren? Ich weiß es nicht, vielleicht wisst ihr es, vielleicht gibt es ja am 7. Dezember für euch irgendein Ereignis. Ja? Oder ihr kennt jemanden, der Geburtstag hat, schreibt es mir in die Kommentare. Genau. Ja? Und jetzt geht raus und streut das Wissen. Ja, streut es. Macht's gut. Verbreitet es. Bis dann. Tschüssikowski. Tschüss.